Du bist noch hier? Codsworth, du bist noch da. Also, könnten andere auch noch am Leben sein? Natürlich bin ich noch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Bruchstück von General Atomics International doch nichts anhaben. Aber sie wirken mitgenommen. Ihr Mann sollte sie in diesem Zustand lieber nicht sehen. Wo ist er überhaupt? Sie haben ihn getötet. Sie haben ihn getötet. Was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen eine Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Hast du ihn gesehen? Codsworth, hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihr Mann hatte ihn, wissen Sie noch? Vielleicht ist er zu den Parkers gegangen, um einen Termin zum Spielen zu vereinbaren. Er ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück. Das ergibt keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte mir jemand mein Baby wegnehmen? Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Manchmal enthalten dir Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden. Wie schwer es ist, jemanden zu überreden, erkennst du an der Farbe. Gelb, einfach, orange, mittel, rot, schwer. Codsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Ich Humme. Das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, den man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Und dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du? Was weißt du, Codsworth? Ich weiß leider gar nichts, Ma'am. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, sie und ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, ihr Mann wollte es ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Hey, Schatz, zugefügt. Das ist immerhin etwas. Wenigstens etwas. Es soll als Erinnerung dienen, Ma'am, an glücklichere Tage. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir ihren Mann und den kleinen Sean noch. Ich habe bereits gesucht. Codsworth, ich habe schon gesucht. Sie sind nicht hier. Dann sind sie wirklich fort, oder? Oh, Ma'am. Was jetzt? Komm schon, Codsworth. Ich brauche deine Hilfe. Wohin kann ich gehen? Sie könnten in die Stadt gehen. Concord ist in der Nähe. Aber die Leute sind nicht ganz so beherrscht wie ich. Okay, danke. Vielen Dank für deine Hilfe, Codsworth. Viel Glück, Ma'am. Sie finden den kleinen Sean. Ich weiß es. Ich bleibe hier. Na gut, seh dich in Concord um. Das werden wir hinkriegen. Ich werde erstmal mich zu Hause umsehen, denn
Gibt's auch noch ein paar Kleinigkeiten. Wodka. Gockner, der Baba. Sehr schön, den brauchen wir nämlich für unseren Nahkampfstil. Das wird ganz wichtig sein. Ja. Da ist Mysterien, die Dinge ins Kirchens. Da ist es. Wieder ist das Attribut, das verbessert werden soll. Stärke. Ja, sehr schön. Haben wir Stärke gut hochpoliert. Ist der Handy-Treibstoff. Lobos, ja, den ganzen Kram muss ich jetzt nicht mitnehmen. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich werde jetzt hier erstmal aufräumen und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Und dann zeige ich euch, wie es aussieht. Ne? So, und da sind wir schon wieder in einem aufgeräumten Sanctuary. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ich habe ein paar Sachen übrig gelassen, die ich behalten möchte, wie zum Beispiel die Zäune. Die möchte ich gerne weiterverarbeiten. Ich habe ein paar Sachen in die Truhe gelegt hier quasi. Und die werden wir jetzt nochmal öffnen. So, nein, das war nicht öffnen. Transfer, ne? Genau. Die Patronen nehmen wir erstmal mit. Wir haben Aluminium, eine Angel haben wir hier. Schrotteinlagen einladen machen wir erstmal, weil die brauche ich ja nicht. So, wir gucken mal kurz durch, was ich quasi eingesammelt habe aus Schränken, die ich verpasst habe. Wir haben aufbereitetes Wasser, das brauche ich auf jeden Fall. Was brauchen wir denn noch unbedingt? Brotkasten nicht. Kram brauchen wir. Dünger, kann man damit düngen? Ich glaube schon, ne? Feder, Fiberglas. Ja. Wo war das? Hacklammer da. Die Hacklammer, Holz haben wir ein bisschen was. Hundefutter in der Dose möchte ich essen. Impro-Pistole. Kaffee? Ne, Kaffeedose war nichts zu essen, aber egal. Jetzt ist zu spät. Ich brauche auf jeden Fall Essen und alles Mögliche, denn ich habe sehr, sehr viel verloren, währenddessen ich Sachen abgebaut habe. Nuka-Cola, was gibt mir das? AP und TP? Im Fall der Fälle. Ich sollte halt immer was mitnehmen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Charisma. Ja, muss ich nicht mithaben. Red Kakerlakenfleisch könnte ich kochen. Was haben wir noch hier so schönes? Splittergranaten kann ich gebrauchen. Ein Stimpack. Stimpack, sorry. ja, sonst russische Eier, jawohl. Gut, das war's. Zu essen und zu trinken habe ich jetzt dabei. Ich muss jetzt leider aus dem Fluss trinken, das geht nicht anders. Aber wir bauen uns gleich schon mal ein bisschen auf, sodass ich eine kleine Basis habe und so, dass ich ein Bett habe. Das ist das Wichtigste im Bett, damit ich speichern kann und dann werden wir das erste Mal rausgehen und versuchen Sachen zu sammeln. Immer noch durstig. Immer noch durstig. Und ich bin krank. Toll. Aber ich habe hier keinen Arzt. Aber ich habe keine andere Wahl als zu trinken. Naja. Was soll's. Hauptsache der Durst verschwindet. Wie durstig bist du denn, Mädel? Ich war hier vielleicht 3 Tage unterwegs und hab gesammelt. Ah, ich bin nicht mehr durstig, okay. Perfekt. So, was haben wir denn für eine Krankheit erwischt? Was war das denn gerade? Achso. Adrenalin 4. So wenig geschlafen habe ich bisher. 5% Bonusschaden pro Adrenalinrang. Ah, baba. Und streng dich richtig an. Sehr schön. Ah, da. Adrenalin, okay. Lethargie, AP-Regeneration. Ach, das ist nicht so schlimm. Übermüdet werde ich hoffentlich hinkriegen. Minus Stärke, minus eine Stärke ist nämlich Kacke. Und ausgehungert, Ausdauer minus 4, Charisma minus 3 und Glück minus 1 ist schon echt nicht cool. Ja gut, werden wir jetzt erstmal was essen. Inventar, Hilfsmittel, also. Blähfliegenfleisch werde ich gleich irgendwie zubereiten. Dann weiß ich nicht, wie hungrig ich bin.
Ah. Nicht mehr so hungrig wie vorher, aber trotzdem hungrig. Na gut. Also darum müssen wir uns halt öfters kümmern, dass wir wirklich zu essen haben. Sonst kümmerst du dich halt wirklich nicht ums Essen. Jetzt musst du dich drum kümmern. Sonst hast du Probleme. Gut, Essen geht mittlerweile. Schlafen muss ich nur irgendwie. Gut, aber dafür müsste ich erstmal was aufbauen. Und zwar habe ich geplant, die Aussichtstürme zu errichten. Die Brücke ist durch einen Mod repariert. Und dann wird es hier halt, ja, Treppen nach oben geben. Ich will doch nicht auf dem Boden hier arbeiten. Was ich aber gucken möchte, ist. Ich habe ein paar Sachen gespeichert. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich die finde. Raider-Sachen. Okay. Wo finde ich denn die gelagerten Sachen? Oh, stimmt. Die muss ich hier unter Nahrung finden, ne? Nicht die unter Spezial? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein paar Sachen gelagert und, ja. Wer weiß, wo die sind. Davon müsste ich was haben, oder nicht? Ja, zwei Stück, okay. Ja, da habe ich ein paar Sachen. Ah, sehr schön. Die Toilette. Sehr gut. Aber als allererstes kümmern wir uns ums Essen. Herstellung. Nee. Ressourcen. Wasser können wir gleich uns drum kümmern. Essen. Kann ich das Essen überall platzieren? Kann das hier an den Seiten platzieren? Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Da kann ich es nicht platzieren. Dann werde ich mein Essen. Ah, das ist zu weit weg da hinten. Ich muss es irgendwo platzieren, wo ich es sehen kann, weil die Büsche doch hier jetzt recht groß sind. Und so verpasse ich das Ganze. Joa, ich würde sagen, wird das mal. Gute Frage, nächste Frage. Hier ist recht offen. So, was kann ich noch platzieren? Zwei Stück davon. Zack. Oh. Ich habe die Melonen gar nicht rausbekommen. Wir platzieren die erstmal hier so halt irgendwie, dass es funktioniert. Denn wir brauchen noch Einwohner. Und denn wir brauchen das Essen unbedingt. Das ist sehr wichtig. Oh mein Gott, habe ich die Ecke hier vergessen? Das sollen doch die Aussichtstürme sein. Also gut. Folgender Plan, Freunde, folgender Plan. Strukturen aus Holz. Und dann gehen wir auf Böden. Dann platzieren wir hier in diese Ecke. Schon mal einen Boden. Oh, da passt perfekt da rein. Guckst du hier an. Nice. So, den anderen Boden platzieren wir dann hier drinne. Wenn es möglich ist. Das erstmal so platzieren. Denn unsere Basis wird ja auch ab und zu angegriffen. Schwieriges Wort. So. Sehr schön, das überragt hier ein bisschen, das ist gut. Und dann gucken wir mal nach Treppen. Wie kommen wir denn da hoch? Wie kommen wir denn da hoch? Das wäre eine Möglichkeit. Und wohl auch die beste. Hier geht es nur nach außen, ne? Die können wir später verbinden. Ach, das ist eine gute Idee. Ich bezweifle aber, dass es geht. Shit. Stimmt. Ja gut, da ist nicht genug Platz. Der ist nicht genug Platz dafür. Es sei denn, wir finden kleine. Stimmt. Gibt ja noch diese Treppen. Oh, die hätte ich da platzieren sollen. Ach Gott. Ja gut, dann. Nein, wir lagern sie ein. Wer soll das denn noch wissen? So geht man am besten hoch. Jetzt noch mal kurz finden, wo wir es hinbauen. So, perfekt. Dann der nächste auf diese Seite.
So, da gehören die Aussichtsplattformen drauf. Dann geht man hier so hoch, ne? Dö, 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 dö. Und dann ist man hier oben. So. Welche hatte ich jetzt? Ja, die hier hatte ich. So, zack. Zack. Gut, dann geht man hier halt hoch. Dann kann man halt die Brücke bewachen, weil das später soll das halt der einzige Zugang werden. Ich werde jetzt noch keine Wände bauen. Ich brauche nämlich die Ressourcen für mich alleine und selber. Denn gibt es hier Rampen? Ich glaube, Rampen waren ein Mod, ne? Stimmt, ich glaube, das war ein Mod. Könnte das damit bauen? Die Frage ist, kann ich da einen Boden dran setzen? Ja, das geht. Guckt euch an. Das funktioniert schon mal. Das ist richtig gut. Okay. Dann werden wir damit quasi die Treppe nach oben bilden. Wird schon irgendwie funktionieren, wird schon schief gehen. Zack. Nächste Treppe bitte. Stacken kann man sie nicht, oder? Oh, es kann man einen richtig coolen Tisch bauen. Oh, Möglichkeiten über Möglichkeiten. Aber in die Seite kann ich das nicht stacken. Das ist ja blöd. Aber ich weiß, was geht. Wir nehmen nämlich ein kleines Hölzchen. Packen das daran. Zack. So. Brauche wahrscheinlich mehr Treppen, ne? Ja, bauen wir nochmal zwei. Ich meine, wir können das später ja noch optimieren. Halt, Moment. So. Seht euch das an. Ist das nicht schick? Ich finde das schick. Ach, das geht auch. Cool. Naja, jetzt habe ich schon so. Gut. Kann man hier halt hochgehen und sich einen Keks freuen. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ist zwar nicht perfekt synchron, glaube ich. Aber wisst ihr was? Das ist mir völlig Latex. So, dann bauen wir die nächsten Treppen genau hier hinten hin. So. Und dann moven wir das einfach. Zack. Guckt es euch an. Perfekt. Ich meine, ich kann das Ganze natürlich ein bisschen schicker machen, später. Oder jetzt, ich sollte das jetzt machen, ne, wegen Ressourcen und so. Machen wir das so. Dann passt das schon. Gut. Mehr Treppen, mehr Treppen. Ich kann das eigentlich direkt damit bauen. Ich meine, was soll denn der Geiz? Ich meine, das ist eigentlich geiziger. So. Ich möchte noch höher. Kriegen wir das Ganze und okay, das ist schwer darauf zu bauen. Warum geht das nicht? Da geht das aber hier nicht. Okay, folgender Plan. So, wir gehen mal auf Böden. Wir können den hier jetzt schon mal ersetzen. Ich muss halt ein bisschen mit Ressourcen, ja, geizen leider. So. Dann setzen wir hier eine große Platte dran. Gott, ist das schrecklich. Frage ist, reicht das nicht komplett aus erstmal auf der Höhe? Das reicht erstmal aus, ne, eigentlich. Ja, das reicht erstmal aus. Endlich können wir auf der Höhe bauen.
Gut, dann gehen wir auf Treppen und werde dann erstmal das hier vervollständigen. Ah, ich habe noch gut Holz und Stahl. Perfekt. Lassen wir es erstmal auf der Höhe. So, wir brauchen, ich glaube, weitere Böden. Ich würde darauf tendieren, erstmal einen größeren Boden zu setzen. Ich versuche das hier halt wirklich ein bisschen, ja, halt, wie cool ist das denn? Warte, dann nehmen wir das hier nämlich weg. Nehmen das hier weg. Und platzieren einfach die Dinger darauf. Wie cool ist das denn? Ich glaube, das lief nicht so ganz gut. Ich meine, geht doch. Was ist denn los? So. Ja, wie lösen wir jetzt das Problem, dass das hier ziemlich aussieht, als wäre das scheiße? Wir bauen da einfach eine Mauer dran. Ja, das klingt gut. Gute Idee, Zero, gute Idee. Das dürfte funktionieren, okay. Die Frage ist, was für eine Mauer? Es wird quasi schon irgendwo eine, es muss eine gesicherte Mauer sein. So viel ist klar. Gehen wir erstmal auf Metall. Wir wollen ja sichere Wände bauen. Rein theoretisch kann hier eigentlich so eine Ecke hin, ne? Das klingt richtig gut. Die Außenmauer aus Metall. Und das einzige Problem ist, wir haben halt nicht viel Metall. Und überhaupt zu treffen ist echt fatal. So, währenddessen ich drüber nachgedacht habe, wie ich die ganzen Scheiß regel, habe ich mich dazu entschieden, Betonboden zu verlegen. Also, Mining ist geiler. Und wir werden das hier mal entfernen. Und dafür diesen Boden da dran setzen. Er ist doch perfekt dafür geeignet, Freunde. Kannst du mir nicht erzählen, das ist perfekt. Sehr schön. Ich meine, hier hängt das noch ein bisschen in der Luft, aber ey. Ich find's cool. Was bist du? Achso. Ich habe nämlich richtig coole Winkel und alles. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Dächer. Gucken, was möglich ist. Treppen. Kennen wir schon. Was auch immer das ist. Ein Zaun für die Tiere vielleicht? Naja. So, aber ich kann durch diesen Scheißsturm einfach nichts erkennen, ne? Das ist. Oh, danke. Wenigstens ist der Sturm jetzt weg. Und wir haben eine gute Möglichkeit gefunden, das alles aufzubauen. So, du wirst eingelagert. Ich habe bald bestimmt keine. Ja, ich habe gleich keinen Beton mehr. Die sind natürlich kacke. So, wie sieht der Beton aus? Erstmal gucken, wie das aussieht hier, ey. Das ist dickerer Beton, ne? Den haben wir gerade gesetzt. Hier kann man fast durchgucken. Wir packen hier mal den fetten Beton hin. So, sehr schön. Wir müssen den nur ein bisschen drehen. Soll ja auch einheitlich werden. Nein, ich will das Ding nicht einlagern. So, sehr schön. Dann können wir die restlichen Treppen ersetzen, weil jetzt sieht das richtig gut aus. Ich meine, hier ist natürlich ein Ritz und so, aber ey. Man muss ja auch verlieren können. Und schon habe ich das, was ich wollte. Haha!
Sehr schön. Als nächstes bauen wir dann Wände. Oh, da kann man richtig durchgucken. Der ist eine coole Nummer. Der ist eine richtig coole Nummer. Ich werde nur. Ich werde hier eine. Be Oh, ist das cool? Oder ist das cool? Das ist richtig cool. Hier haben wir sogar eine richtig lange Mauer. Okay, das wird scheiße, sie zu platzieren, aber wir haben es geschafft. Wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. So, die Grundmauer muss halt perfekt sitzen, perfekt. So. Ach, echt jetzt? Na, zumindest rastet das ein und es passt perfekt eigentlich dahin. Hey, das soll ich an. Ist das geil oder ist das geil? Dann werden wir einfach die Tür in diese Richtung reinpacken und dann passt das schon wieder. So, muss aber unten bleiben. Und dann geht man hier hoch. Ich hasse dich, Spiel. Verreck in der Hölle. So. Und dann ist man da oben. Und auf der anderen Seite. Hilfe! Oh. Ja, cool. Und wenn wir hier das Ganze nochmal mit normalen Wänden verstärken, ich hoffe, das funktioniert. Okay. Die Seite funktioniert schon mal. Na komm, hier ist aber wohl der Einrastpunkt. Das wird hier angewinkelt. Das passt ja richtig gut. Schau, Mensch, hätte ich nicht gedacht. Oh, sehr schön. Die Mauer steht fast schon. Ja, eventuell muss ich das aber auch abreißen. Oder ich glaube, das ist noch richtig. Könnten wir vielleicht sogar einbeziehen? Muss ich gucken. Oder muss ich. Da vielleicht umlenken. Weiß es nicht. Weil irgendwie. Ja, wenn ich hier keine Mauern platzieren kann, ist auch ein bisschen blöd. Er ist nicht eingerastet. Was ja, das ist eingerastet. Ja, okay, das passt schon irgendwie. Ja, schon kann ich nichts mehr bauen. Geil. Na gut, aber das ist schon mal der Anfang. Wir werden mehr sammeln. Was wir jetzt dringend brauchen, was ich total vergessen habe, ist ein Bett. Wenn ich jetzt kein Bett bauen kann, bin ich am Arsch. Betten. Oh, ich kann sie bauen. Ich kurz Angst gehabt. Natürlich ein hübsches Bett für mich. Und dann schlafe ich hier auf meinem Thron. Schlafen wir mal so, ja, 10 Stunden. Das ist so mein normaler Schlafrhythmus. So, ich bin ausgeruht, ich habe ein bisschen Hunger, aber wir haben gespeichert und deswegen können wir jetzt losziehen. Wir brauchen unbedingt mehr Material. Aber ihr seht schon, worauf das hinausgeht. Das wird laufen. Das wird richtig gut aussehen später. Ja, gut. Soweit ich mich erinnern kann, lagen hier vorne Leichen irgendwo, die würde ich gerne plündern. Lagen hier nicht direkt davor Leichen? Oh nein, die sind wegen der Brücke weggenommen. Na gut, dann gehen wir auf die andere Seite. Was soll's? Guckt euch an, wie awesome das schon aussieht. Die ist halt hier hoch.
Oh. Ich dachte, es ist eingerastet. Hä, wie strange. Hä? Die Wände sind strange. Ich check die nicht so ganz. Waren da jetzt zwei Mauern? Wieso rastest du da ein? Ach, der ist auf dem Äußeren eingerastet. Okay, ich check das noch nicht so ganz. Ja, ich meine, wenn es passt, dann passt. Egal. Gehen wir weiter. Können wir später regeln. Wir haben jetzt erstmal ein Bett. Und damit kann ich leben. So, ich wollte zwei Tresore öffnen und einen Bunker betreten, den ich hier gefunden habe. Wo ist er denn? Übrigens habe ich Flamingos gesichert. Die habt ihr, glaube ich, vielleicht gerade gesehen. Hallo? Was war das gerade? Ich konnte mich nicht bewegen. Ist einfach stehen geblieben. Also ich dachte, ich gucke mir mal ein bisschen um. So, war das hier beim Baum? Irgendwo unter einem Gebäude ist. Ah, ich sehe schon. Das werden wir nämlich für den Anfang brauchen. Und dann versuchen wir uns mal in die Wildnis durchzuschlagen. Kram. Railway. Gemütliches Kissen. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich nehme hier mal das ganze Blech und alles mit. Naja, wenigstens gespeichert. Stimmt, da können wir gleich hier wenigstens speichern. Es ist wirklich schwer in diesem Third-Person-Modus etwas einzusammeln, ey. Hallo? Ah, okay. Zum Einsammeln benutze ich das vielleicht doch. So nervig wie das ist. Muss es auch nicht sein. Kann ich hier ein bisschen Sachen mitnehmen? Nein. Oh, Vorräte, ja. Gib mir einfach alles, was du hast. Schaufel bitte auch. Ich muss nämlich viel, viel, viel bauen. Ich weiß nicht, was ich mit den Goldbarren machen soll. Vielleicht verkaufen. Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Das ist zu schwer. Ja gut, dann gehen wir wieder raus. Wir haben jetzt ein paar Vorräte. Wir speichern vorher noch mal ganz kurz. Was habe ich damit genommen? Ich habe keine Ahnung. So, kurz gespeichert. Wir müssen jetzt nämlich unseren Lebensunterhalt verdienen. Was ich vielleicht noch hätte machen sollen. Vielleicht mache ich das jetzt auch noch mal. Und zwar einen Sendeturm bauen. Das wäre Pflicht. Ist es das? Ja. Schaltkreise und Kristall. Gut. Können wir knicken. Was soll's? Ich habe gespeichert. Wir gehen in die Wildnis. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne zuerst zu Dogmeat gehen. Denn der ist schon ein Partner, den wir, glaube ich, brauchen. Ich glaube, ein richtig guter Gehilfsmann, der mir Ressourcen bringt und alles, der Sachen schleppen kann. Das ist schon nice. Ach, ist das schön. Eines Tages werden wir hier eine Riesensiedlung haben, Leute. Eines wunderschönen Tages. So. Sieht schön aus mit dem Grün. Ist mal was anderes. Außer dass die Wettereffekte nicht ganz dazu passen, also Wind und so. Ist noch ein bisschen strange. Was soll's. So, wir brauchen Loot und den ganzen Kram. Und ich muss wieder umstellen, ne? Ich brauche dringend eine Nahkampfwaffe. Die hätte ich auch bauen können gerade, glaube ich. Aber jetzt sind wir sowieso schon da. Also. Jetzt kein großer Weg
gewesen. Hey, Hundi. Hundi. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Du bist ein Streuner. Hast eine Ladung Flöhe an Bord, was? Okay, lass uns zusammenbleiben. Okay, perfekt. Guti, ich sichere mir kurz diesen Punkt hier. Sehr schön. Und dann kann ich eine Waffenwerkbank nehmen. Und dann gucken wir mal, was kann ich überhaupt bauen. Okay. Kann man Waffen überhaupt bauen hier? Oder bin ich jetzt verwirrt? Das war eine Waffenwerkbank und das ist eine Werkstatt. Ja, ist eine Werkstatt. Kann man hier wenigstens die Werkstatt bewegen? Nö. Konnte man die noch nie bewegen? Und nicht zugewiesen. Was? Nicht zugewiesen? Achso. Okay, ich verstehe. Schwören könnt ihr, kann man wenigstens bauen. Braten. Gebratene Bleefliege. Red Kakerlakenfleisch. Alles, was geht, bitte. Okay. Aufbereitetes Wasser brauche ich. Oh Gott. Ich helfe dir. Wo sind sie, Kleiner? Schon tot? Okay. Du bist eine gute Hilfe, immerhin. Rüstungswerkbank. Also, ach, ich glaube, man konnte nur Sachen aufwerten. Wo sind die Scheißer? Bitte? Sehr schön, gib mir euer. Oh, gib mir euren Scheiß. Hehe. Sehr schön. Schaufel. Nehme ich natürlich auch mit. Ich sehe dich doch, Kleiner. Komm raus da. Oh, ich habe mich so erschreckt. Na gut. Maulwurfs. Oh. Nice. Sehr schön. Was ist los? Wieso spackt mein Controller so rum? Danke, das nehme ich auch gerne an mich. Was haben wir hier? Boston Bugle. Weiß, ich habe es falsch ausgesprochen. Höchstwahrscheinlich. Kronkorkenvorrat. Stimmt, ich wollte noch Tresore mitnehmen, ne? Gut, wir kümmern uns gleich hier drum. Obwohl, ich habe keine. Ich habe sowieso keine Haarklammern. Aber ich habe eine Haarklammer. Zu sein 1,5, 1,1. Das wird nicht reichen. Na gut, machen wir erstmal weiter, was wir mehr haben. So, geschäftliche Einträge. Neue Ausrüstung installiert. Musste mich etwas mit der Zentrale anlegen, aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen. Wenn sie das nächste Mal den Gurtverschluss ändern, müssen wir also nicht wieder die teuren Corvega-Teile bestellen. Wir nehmen einfach einen von denen, die wir haben und passen den an. Die Witwe Rosa aus Sanctuary Hills restauriert zusammen mit ihrem Sohn einen alten Corvega. Hübsch. Der Junge scheint etwas verzogen, aber das ist wohl auch der Grund dafür, dass sie dieses Projekt mit ihm durchzieht. Wie dem auch sei, sie hat das bisher verdammt gut hinbekommen. Ich war echt überrascht, wie viel sie und der Junge allein geschafft haben. Sie ist nur zu mir gekommen, weil der Motor noch etwas zu kompliziert für sie war. Ich bin sicher, wir können helfen. Sichere Verwahrung. Jim! Kümmere dich um diese Fässer, bevor du heute Abend Schluss machst. Die Prüfer kommen direkt morgen früh. Versteck sie einfach bei den anderen. Wir überlegen uns später dann eine langfristige Lösung. Hey, wenn uns die Natur mit einer Höhle direkt unter dem Laden beschenkt, wie kann ich da Nein sagen? Freitag, 1. Oktober. Bremsen von 2075er Fusion Flare Surprise ausgetauscht. Monatsinspektion des Voltec Vans. Keine größeren Probleme, aber der Vertreter ist echt ein hochnäsiges Arschloch.
Donnerstag. Hab mit der Arbeit an einem neuen Motorrad begonnen. Vorkriegsmodell, was zuerst aussah wie ein verklemmter Gashebel, hat sich als ernsthaftes Problem mit der Verkabelung rausgestellt. Die Kabel sind fast alle überaltert. Ich tausche sie durch Kabel aus Platin aus. Kühleck in einem der neuen 2077er Corvega Coupés. Transparente Fahrgastzelle. Sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Freitag, 22. Oktober. Atomare Lichtmaschine von 2073er Corvega ausgetauscht. Ja, super, das ist ein guter Eindruck. Übrigens, gute Einträge. Und da war noch mehr, ne? Ne, war es nicht. Gut, jedenfalls, die ganzen Autos wurden ja mit Atom und so weiter betrieben, Atomkraft, und da kommen natürlich auch, ja, aus dem Auto Sachen raus, die man nicht mehr braucht. Die sind verstrahlt und diese haben sie jetzt irgendwo in eine Höhle platziert, die in der Nähe ist. Cool, wa? So, ich nehme mal nur das Essen mit. Gut, Rattengift ist nicht gerade Essen, aber ey, was muss, das muss. Gut, und jetzt suchen wir diese Höhle. Denn wir brauchen jeden Loot, den wir bekommen können. Leben haben wir noch genug. Wir haben auch noch eine hübsche Waffe. Steht da jemand? Ist tatsächlich jemand. Aber mit denen lege ich mich noch nicht an. Brauche erstmal ein bisschen was anderes an Zeug. Und dann muss ich hier gleich auf jeden Fall auch nochmal Klarschiff machen, um die Ressourcen zu kriegen. Vielleicht kann ich dann hier schon mal ein Rekrutierungssignal bauen, um hier ein paar Leute zu kriegen. Ich werde versuchen, überall ein bisschen was zu bauen. Und ja. Und die Höhle soll unter dem Laden sein. Das heißt, wir gucken mal. Oh, das sieht doch gut aus. Na gut. Ressourcen. Wir brauchen nur Ressourcen. Und später vielleicht einen Arzt. Ein Schalldämpfer wäre trotzdem cool. Oh, erschreck mich nicht, Hund. Oh, brüllt er mich von hinten an. Ich dreh durch. Und hier kommen also die Maulwurfsratten her, ja? Ja, ist kein Wunder, wenn hier alles verstrahlt ist. Leuchtende Pilze, wieso nicht? Ich nehme alles, was irgendwie nützlich sein könnte. Hau ab! Hirnpilz! Hirnpilz! Hirnpilz kann man immer gebrauchen, Freunde. Gibt nichts Besseres als einen hübschen Hirnpilz zum Frühstück. Kühlmittel. Ah, das nehmen wir auch noch mit. Da ist leider nichts drin, schade. Na gut. Mach keinen Scheiß, kleiner Mann. Ich bin schreckhaft. Besen, das gibt ordentlich Holz. So, mal gucken, was für ein Thema wieder bei der Red Rocket Raststätte machen. Es ist halt wichtig, dass alles zusammen verknüpft ist durch Jochen des linken Beins, okay? Durch die Siedler, damit sie hin und her fahren können, denn wir brauchen die Sachen überall. Holy shit! Ich gebe zu, du hast mich erschreckt. Ah, wir hatten zwischenzeitlich ja noch ein Level-Up, ne? Und denkt dran, Freunde, wenn ich sterbe, ist alles, was ich gerade gemacht habe, umsonst. Deswegen passen wir auch gut auf. Oh, wollen wir das Wasser trinken hier? Dann füllen wir unsere Flaschen auf. Das heißt, Bierflaschen und alles. Ich bin tot. Das ist nicht verstrahlt? Willst du mich verarschen? Das ist das giftigste Wasser, was ich jemals gesehen habe. Und ist okay. Ich trinke aus einem Fluss und sterbe fast. Ich trinke hier draußen, mir geht's gut. Nö, nee, ist klar. Wieso nicht? Irgendwie hilft das nicht, oder? Vielleicht ist es einfach kein Wasser. Keine Ahnung, oder ist es verbuggt? Auf jeden Fall hilft es nicht. Oh Gott. Na, okay, eine Haken haben wir übrig.
genug schon. Ich brauche den Loot. Ich brauche den Loot dringend. Danke. Sehr schön. War da gerade ein Tape drin? Nein. So, wahrscheinlich bei mir im Inventar. Ja, gut. War, glaube ich, noch ein zweiter Weg, wenn ich mich recht entsinne. Da. Oh, hier ist verstrahlt. Fusionskern. Werden wir später definitiv brauchen. Müllige Aufzeichnung. Mr. Benson, im Namen des Regionalbüros Boston möchte ich Ihnen und Ihrem Team für die Auszeichnung Mülljäger 2076 gratulieren, die dem Geschäft mit der höchsten jährlichen Abfallvermeidung verliehen wird. Rücksichtnahme auf die Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Firmenimages. Und wir begrüßen Ihre innovativen Ansätze in jeder Hinsicht. Mit freundlichen Grüßen, Gerald Phillips. Ja, zu blöd, dass er alles weggeworfen hat. Ich muss hier jetzt langsam raus. Wollte hier sowas wie eine Adlersicht, um alles zu finden, ey. Na gut, gehen wir. Hauen wir bloß ab. Ich freue mich auf den ersten Moment, wo ich sterbe. Das wird nämlich richtig schön. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich säubere jetzt einmal ganz kurz diesen Bereich. Und dann geht's weiter. Wir werden hier jetzt nicht direkt bauen, wir werden nur die Ressourcen nehmen. Und erstmal, wenn wir können, ein Signal aufbauen, aber das war's auch schon. So, ist alles hier schön aufgeräumt jetzt. Und wir werden uns auf jeden Fall jetzt um das Signal kümmern, das wir aufstellen müssen. Damit hier ein paar Leute kommen, um das, was ich hier gefunden habe, in meine Hauptbasis zu transportieren. So, oh, was ist denn das? Liegt hier noch was? Weg mit dem Scheiß. Wo den ganzen Rotz hier nicht. Das kann ich leider nicht wegmachen. Die Tierchen, die ich getötet habe, konnte ich wegmachen, aber das nicht. Naja, ein bisschen schade ist schon. So. Mir fehlt Kristall. Oh. Warum fehlt mir Kristall? Das ist blöd. Naja, ich würde jetzt gerne die Aufnahme erstmal beenden, deswegen laufen wir mal ganz kurz zurück und gehen mal schlafen. Schade eigentlich. Naja, wir werden das noch früh genug hinkriegen. Wir brauchen Kristall. Und das werde ich dann in Angriff nehmen und suchen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich weiß nur nicht mehr, wo wir Kristall herbekommen. Ab der Hause, es regnet. Auf meinen Thron, wo mein Bett sitzt. Das ist schon cool. Das wird cool, Freunde. Das wird cool. Macht euch keine Sorgen. Was mit diesen Wänden ist, weiß ich noch nicht. Ah, natürlich. Ah, natürlich geht er mittig. Wie soll man so einen Scheiß denn platzieren? Ich werde noch mal kurz was gucken. Bis wohin geht die Mauer? Doch, die... Ich sehe es jetzt erst. Das ist doch nicht auf der anderen Platte. Ja? Doch, ist es. Okay. Ist doch auch dann am Platte. Es ist alles so ein bisschen verwirrend mit diesen Ohren. Ja, wir kriegen das schnell hin. Gehen wir erstmal schlafen. Dann muss ich mich um Trinken kümmern und hast du nicht gesehen. Alles noch so kahl. Eines Tages, Freunde, wird das hier alles voll sein. Alles voll mit irgendwelchen Leuten. Ja, schauen wir mal. Gehe ich erstmal schlafen. So, Freunde, ein neuer Tag ist angebrochen und wir werden jetzt versuchen, ein bisschen Material zu besorgen und vor allem neues Zeug zum Überleben. Ich habe hier meine hübsche Knarre und wir werden sterben. Ich habe übrigens da die Flamingos stehen lassen, die möchte ich auf jeden Fall verwenden. Ich glaube nicht, dass wir Flamingos bauen können, oder? Ich weiß es nicht, ich habe sie vorsichtshalber stehen gelassen. Und zwar werden wir als allererstes... das war nicht die Map. Das muss erstmal auf die Steuerung wieder klarkommen. So, unser nächstes Ziel wird eher da oben sein. Erstmal möchte ich die nähere Umgebung quasi. Was mich erschreckt. Quasi ausschöpfen und wir werden garantiert sterben. Weil soweit ich weiß,
Weil in meiner Übungsrunde waren hier, also ich habe schon mal gespielt, ich weiß nicht, habe ich das schon erwähnt? Ich habe auf jeden Fall schon mal gespielt, da habe ich alleine gespielt und dachte mir, hey, eigentlich kannst du es aufnehmen, also nehme ich jetzt auf und habe neu angefangen. Auf jeden Fall bin ich bis zu diesem Punkt schon gekommen, dass ich da in die Richtung gelaufen bin. Nur halt, da habe ich auch so gespielt, also es war wesentlich einfacher für mich. Aber gut, gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall lauern hier Wildhunde. An denen bin ich verreckt und dann habe ich gedacht, komm, das nimmst du auf, ist bestimmt lustig zu sterben. Also, es ist total lustig zu sterben und sein ganzes Spielfortschritt zu verlieren. Und mir wurde angeboten, hey Zero, installier doch einfach mal einen Quick-Save-Mod, aber darum geht es ja hier in diesem Spiel nicht. Es geht darum, dass es scheiße schwer sein soll und dass ich versuche zu überleben. Ansonsten kann ich das wie im Let's Play machen und durchrennen wie so ein Bekloppter und mich ein Keks freuen, dass ich gespeichert habe. Nein, hier soll es um Vorsichtigkeit, gibt es das Wort? Um Vorsicht gehen. Und darum Material zu sammeln. Geil wäre, wenn man irgendwie noch so eine Axt hätte und dann Bäume fällen könnte, um Holz zu bekommen. Nicht ständig irgendeinen anderen Scheiß. Okay. Wir müssen auf jeden Fall hier jede Ecke durchkämmen, um Müll zu finden. Zaun. Hier steht nicht umsonst ein Zaun, Freunde. Irgendwas ist da. Ich weiß nicht, wie Leute so spielen können. Das ist doch scheiße schwer. Na gut, wenn man sich dran gewöhnt hat, vielleicht nicht. Okay, wir folgen einfach dem Zaun und hoffen, dass wir da richtig guten Loot bekommen. Bei diesem Regen sieht man auch nichts. Das ist so... Warum ausgerechnet jetzt Regen? Mach's mir doch schon noch schwerer. Okay, der Zaun geht da hinten weiter. Wir folgen dem einfach mal. Es könnte auch einfach bedeuten, dass das hier das Ende der Map ist. Man weiß ja nie. Da ist irgendwas, da ist ein Wrack. Hundi, find mir ein bisschen Zeug. Oh. Habt ihr das gehört? Da hat jemand geschossen. Aus dieser Richtung. Und der Vogel war es nicht. Ich sehe Licht. Schießt einer. Es ist der erste menschliche Gegner. Werden wir ihn überleben? Vor allem weiß ich nicht, ob er freundlich ist. Was ist, wenn er mich einfach tötet? Scheiß drauf, es geht hier ums Überleben, Freunde. Es geht hier ums Überleben. Es tut mir leid, Bro. Oder Frau. Seeplünderer, alles gut. Direkt abgekratzt. Okay, man merke, es ist nicht leicht. Vor allem, wenn man ein Draufhautypi ist, weißt du, und dann noch keine Nahkampfwaffen hat. Zum Reinrennen und alles wegboxen. Gut. So. Wir sind wieder hier. Ich muss mich darauf vorbereiten. Ich muss mich darauf vorbereiten, diesen einen einzigen Typen fertig zu machen. Ich hätte meine Ausrüstung mal angucken sollen, ne? Also, ich brauche Wasser. Krank bin ich ohnehin, also von daher kann es mir egal sein. Kann es nicht wie ein Ark sein, dass es regnet und ich keine Lust mehr habe? So, stopfen wir uns mal mit Wasser voll. Du fühlst dich krank, Schlaflosigkeit. Du fühlst dich besser, bist aber immer noch durstig. Ja. Ich bin so tot, ey. Und der Right Away. Oh, ich brauche Right Away. Du bist gut hydriert. Okay, gut. Dann sollten wir jetzt... sollten wir jetzt etwas essen? Was habe ich hier noch? Ich habe Splittergranaten, ne? Oh, ich habe ein Level-Up. Holy shit, okay. Ja, ich habe aber noch keinen Nahkampf, ne? Das ist das große Problem an der ganzen Geschichte. Insofern ich hier nichts habe, was mir irgendwie hilft, wie zum Beispiel irgendwie mehr Leben oder so, bin ich am Arsch. Ruhige Hand, immer aufs Ziel, die Genauigkeit beim Feuern von Schusswaffen aus der Hüfte ist verbessert. Ja, was mache ich denn? Was kann mir denn helfen jetzt? Leichen.
Du erhältst zufällig dreifache EP für erfolgreich abgeschlossene Aktionen. Je niedriger deine Intelligenz, desto höher die Chance. Ich bin recht dumm und das bleibt ja auch eigentlich so, ne? Ja, drei Intelligenz. Könnte man machen. Was nehme ich denn? Es ist schwer. Ich brauche das hier, ne? Ah, verdammt, ich hätte das gebrauchen können, egal. Ich werde sowieso sterben, sind wir doch ganz ehrlich. Was mache ich mir denn da eine große Hoffnung? Also, ey, wieso macht die 10 mm am meisten Schaden? Dreck. Okay. Wir brauchen die Splittergranaten. Wir müssen etwas essen. Bin leicht hungrig. Gut, das hilft schon. Habe ich right away? Bitte. Einen zumindest. Ich habe Red Kakerlakenfleisch. Das hilft mir nicht. Okay. Ich bin gut verstrahlt. Oh, Rüstung. Oh, ist das cool. Oh, das könnte mir helfen. Und ein rotes Kleid dazu. Okay, wir haben jetzt eine gute Rüstung. Müssen wir uns anschleichen. Im besten Falle Granate rein. Oder dann gib ihm. Ich hoffe, ich kann noch zielen. Ich habe ewig schon nicht mehr mit Granaten geworfen. Ansonsten, wenn ich es jetzt nicht schaffe, gehen wir woanders hin. Dann erledigen wir ihn ein anderes Mal. Wie werfe ich nochmal Granaten? Scheiße. Ich weiß nicht, wie man Granaten wirft. Scheiße, Mann. Hilfe. Handeln, blocken, Begleiter, Kompass, Behälter, Knochen, Ärzte, Dogmeat, Schnellreisen, Essen, Granaten. um eine ausgerüstete Granate oder Mine zu benutzen, halte RB. RB war der rechte vordere, okay. Oh. Easy. Bin ein Scheiße, ey. Alles. Auf was hast du hier geschossen? Kann ich das auch gebrauchen? Gläser. Jetzt wird's auch zu regnen. Komm schon. Ist nicht dein Ernst. Ist hier noch mehr? Oder war ich hier alleine? Das ist hier die Frage. Na gut. Ich habe zwar eine Granate benutzt, aber... Ich hoffe, das war es wert. Oh, Dogmeat erschreckt mich nicht so. Wenn ich jetzt sterbe, war alles für den Arsch. Wir laufen mal ganz kurz zurück. Und gehen schlafen. Das ist mein erster Erfolg. Außerdem haben wir hier bestimmt noch ein bisschen was anzugucken. Das hatten wir ja geplündert. Das ist echt, also ich muss sagen. Controller, hallo? Wenn man so spielt, dann sieht man viel mehr von der Welt. Und das sind Löcher. Scheiße. Ich steck fest! Ach, das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, Mann. Wäre ich jetzt dadurch gestorben, wäre das schlimmste Ende auf der Welt. Ah, du hast eine Angel für mich. Na gut, nehme ich. Das war's? Kann man mit der Angel angeln? Ich will Fische angeln? Oder ist das Schrott? Das ist Schrott. Na gut. Ist halt gar nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Wir nehmen hier die Blumen noch mit. Okay, versuchen wir irgendwie jetzt heil nach Hause zu kommen. Es ist ein kleiner Weg. Oh, der ist ja schon hier.
Paul, wozu bin ich hier die ganze Zeit einfach rumgelaufen? Ja gut, die ganze Zeit nicht. Ich bin einmal nur verreckt. Ich bin zu Hause, Freunde. Ja. Shit. Okay. Das war nur der erste Streich, Freunde. Der zweite folgt zugleich. Hm? Kann ich dich wegnehmen? Oh, die anderen Tiere konnte ich wegnehmen. Na gut. So, freuen wir uns erstmal einen Keks, dass wir eine Sache geschafft haben. Wir haben bereits Rüstung gefunden. Nice. Nice, nice, nice. Was zur Hölle ist das? Oh, da war noch ein bisschen was an Zeug. Was haben die Entwickler denn da gemacht? Aber es ist wahrscheinlich so ein Stein. Ah, ich verstehe. Na gut. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal schlafen und dann gucken wir uns mal unseren hübschen Loot an. Ich habe ihn mir gar nicht angeguckt, ne? Der ist ziemlich wichtig. Ich gucke ihn nicht an.